Kapitel 3. Burg Wolfenstein. Okay, da wären wir. Finde Wesley. Mhm. Hier geht's gleich wieder völlig zur Sache. Ach du heilige Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Da war ich ja gar nicht vorbereitet drauf. Da will ich einmal, ich nehme hier Bombenbeschuss, davon habe ich noch ein paar. Oh Kacke. Was bist du denn? Okay, ich müsste mal irgendwie anders ausschalten. Weiß nicht, ob wir dich damit ausschalten können. Deckung. Heilige Scheiße, wie soll das denn gehen? Okay, der hat eine Schulter verloren. Okay, das ist echt beeindruckend. Hilfe. In Deckung gehen, bis der nicht aufhört zu schießen. Okay. Wir müssen eine Pause machen, vielleicht können wir uns da irgendwie verstecken. So schwer war das gar nicht. Okay, jetzt habe ich so eine große Wumme. Ein bisschen Schuss hat die noch. Sehr gut. Da geht's weiter. Okay. Was war denn das für ein Monstrum? Ach, die Heilung muss. Aber generell würde ich mal die Reste ausrüsten. Für den Großen war es jetzt nicht so zu gebrauchen, aber. Wenn ein paar Fußsoldaten kommen. Ich die gut ausgesnipert. Ausgesnipert. Munition. Okay, davon habe ich noch keine benutzt von den Bomben. Könnte man auch irgendwann mal gebrauchen.
Okay, wie es aussieht, nicht voll ausgerüstet. Na toll. Ich werde mal hochgehen. Okay, das ist eine blöde Idee. Ja, lass mich doch erstmal. Warum stirbt er nicht? Ich hoffe, dass jemand liegen. So, machen wir hier wieder die Runde. Munition. Steck ein. Von hier aus zu schießen ist eigentlich relativ gut. Da bieten die sich einfach so alle an. Ich hab Deckung. Hinten kommt erstaunlicherweise keiner. Na komm. Stapelt euch alle hier. Einmal looten. Nehmt den Alarm ausschalten. Was haben wir hier noch? Die Lungstasche. Nicht nötig gewesen. Kacke, Deckung. Deckung, 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 Deckung. Verdammt. Ich hab jetzt die Heilung gebraucht. Na, sehr toll. Und die ganzen Bereiche nochmal, das ist fies. Heilung. Warum treffe ich denn nie? Weil ich das Gefühl, das brauche ich später noch. Na komm. Noch ein bisschen Schutz. Rüstung. Thank you.
Hinter mir habe ich auch noch Munition. Ich glaube, ich kann nicht ganz gut stehen. Kommt nur in den Gang rein hier. Ich erwarte euch hier. Geht. Das war es doch nicht etwa schon. Wir sind verdammt. Da kam neue. Schutz. Da steht noch. Hier war Heilung. Den Anamos. Wenn noch jemand du bist. Ich glaube, es ist ruhig. Diese Bomben habe ich übrigens noch gar nicht benutzt. Weiß auch nicht, wie man sie benutzt. Müssen noch mal gucken, auf welchem Schalter das war. Knopf. Ach, Heilung, die ich brauche. Rüstung, die brauche ich sehr wohl. Munition. Noch mal was, nein, hier war ich schon. Oh, Tote hier. Eingangshalle, okay. Ich habe die Eingangshalle freigeschaltet. Dann sind wir da durch. Dann sind wir doch durch, oder? Kommt nicht noch erst. Okay, ich brauche vielleicht. Tja, dann muss er sich was ausdenken. Jawohl, Kommandant, Verstärkung ist unterwegs.
mich, hier gibt's Ärger. Wo sind die Kommandanten? Müssen wir die Kommandanten ausschalten? Sonst wird das hier nichts mehr. Kommandant. Okay. Beeindruckend. Durch eine große Halle und bin ich angegriffen. Kein Kommandant. Wo ist denn der Bastard vom Kommandant? Ja. Das letzte Überleben noch. Okay, hier ein bisschen Munition oder so. Oh, Gold. Was gibt's hier Leckeres zu essen? Hätten wir nicht gebraucht. So, ansonsten gibt's hier nicht viel, wie es ausschaut. Okay, hier haben wir eine Tür. Brauchen wir einen Schlüssel für oder was? Bereich freihalten. Haben wir irgendwo Schlüssel rumliegen? Würde ich meinen Kommandanten vermuten. Scheinbar nicht. Okay, wie kommen wir jetzt hier raus? Oben drüber war es das Labyrinth hier. Da drüben ist was, ja genau hier. Ja, hier. Du musst eine Luke aufrufen. Oh je. Hier ist doch direkt weiter. Das kann man nicht aufmachen. Ich glaube, jetzt habe ich Alarm geschlagen. Nein, noch nicht. Roller Club ab hier. Hops ins Klo rein. Und Klo verstecken. Ein Brief. Rudi, mein lieber Junge. Ich wünschte, du hättest dir die Zeit nehmen können, dir deine arme alte Mutter an Weihnachten zu besuchen. Und du hattest dir bestimmt zu tun. Was weiß ich schon. Warst du ein liebes Kind? Sein guter Sohn. Ich fühle mich wirklich? Okay. Und vielleicht hätte ich dir das schon früher sagen sollen. Ach, gesegnet.
dich zur Welt gebracht zu haben. Ich weiß, dein Vater war so manches Mal grausam zu dir, sehr grausam sogar, aber das ist jetzt alles Vergangenheit, oder nicht? Solchen Dingen sollte man nicht allzu lange nachhängen. Und außerdem war ich immer da, um deine Verletzungen zu pflegen, damit du dir keine Infektion holtest. Darum ist es ungerecht, wenn du mir die Schuld dafür gibst, was er dir angetan hat. Weißt, dass er dich nur zurechtweisen wollte. Und wenn ich ehrlich bin, tat er so manches Mal recht daran. Denn obschon du die meiste Zeit mein guter Sohn warst, so konntest du doch auch sehr, sehr böse sein, wenn diese düstere Stimmung dich bekommen hatte. Ich bin mir sicher, du verstehst heute, warum dein Vater damals seinen Gürtel gebrauchen musste. Mein lieber Junge, du weißt, was für eine schwere Zeit ich durchgemacht habe, nachdem dein Vater gestorben war. Ich hatte keine andere Wahl, als dich zu deinen Cousins zu schicken. Und da du nun bei den Spezialeinheiten so erfolgreich bist, hatte ich gehofft, dass du mir vielleicht ein wenig Geld schicken könntest. Es muss nicht viel sein, mein Lieber, aber es würde ein wenig die Schmerzen lindern, die mir es allein seinem Alter bereitet, wenn du dich liebende Mutter in den Tritt. Aha. Ja. Familie. Kein Kommentar. Okay. Ein Geheimraum. Ne, ich hab kein Geheimraum, da geht's weiter. Und hier geht's weiter, oder? Oh no. Ich nehme erstmal den Geheimgang hier. Gibt's vielleicht was zu sehen? Oh. Eine Rüstung. Munition. Und noch ein Brief. Notiz eines Gelehrten oder König Otto. Hier die Übersetzung, die Sie gebeten haben, Frau Oberstleutnant. Ich habe bis jetzt alles versucht, um den verworrenen Überzeugungen des Gelehrten, des Königs, einen gewissen Sinn zu entnehmen. Viele der Dokumente König Ottos wurden durch das Feuer schwer beschädigt. Es fehlen ganze Absätze mit scheinbar wichtigem Wissen. Nebst dem wurde meine Arbeit beträchtlich durch höchst ungünstige Arbeitsbedingungen in diesen unterirdischen Anlagen erschwert. Gleichwohl habe ich im vergangenen Monat große Fortschritte bei meiner Forschung erzielen können. Die im menschlichen Körper zirkulierenden Körperflüssigkeiten können mit einer alchemistischen Substanz verändert werden, deren Teilen in einem der Textfragmente beschrieben werden wird. Theoretisch sollte ich in der Lage sein, ein Serum herzustellen, das totes Gewebe zum Leben erwecken kann. Oh Gott. Dadurch würde es möglich, verwundete Soldaten noch auf dem Schlachtfeld zu heilen. Allerdings hatte das Serum eine faszinierende Nebenwirkung. Eines der Testobjekte starb durch die alchemistische Verbindung. Und als ich es mit einem Leichentuch bedeckte, öffnete es mit einem Mal die Augen. Das Subjekt war tatsächlich von den Toten zurückgekehrt. Bis zum heutigen Tag ist es mir gelungen, 5 Testsubjekte wieder ins Leben zurückzuholen. Ich nenne sie inzwischen Untote. Ich habe beobachtet, dass sie nach ihrer Rückkehr vom Tod in einen katatonischen Tiefschlaf fallen. Außerdem steigt die Körpertemperatur der Testsubjekte enorm an. So konnte ich etwa beobachten, wie einige von ihnen aufgrund einer aufgestauten inneren Hitze mit einem Mal in Flammen aufgehen. Ein weiterer unerwünschter Nebeneffekt ist eine mörderische Raserei, die von ihnen Besitz ergreift und nicht nachlässt. Sie können nur dauerhaft getötet werden, indem man ihr Gehirn zerstört.
oder sie in kleine Stücke zerhackt. Es sind weitere Experimente nötig, sobald ich die stärkeren Gurte für den Tisch habe. Wenn ich weitere Untersuchungen anstellen. Siegbald Berger. Oh Gott. Wir werden es hier im Spiel mit brennenden Zombies zu tun. Ja, mit brennenden Supersoldaten-Zombies. Ach du Scheiße, Trick. Ich will nicht. Die, wenn ich erschießen könnte, dann zerhacken müssen. Große Güte. Helgas Tagebuch, 4. Eintrag. Mein Gott, wie das da draußen schneit. In den Steinkorridoren dieser Burg ist es eiskalt. Da muss ich jeden Tag dicke, warme Socken tragen. Sie sind bequem, aber nach einer Weile fangen sie an, schrecklich zu jucken. Ich habe heute diese Übersetzung eines weiteren Teils von König Ottos persönlicher Aufzeichnung erhalten. Höchst interessant, der König ist in tiefer Trauer, nachdem seine Frau Königin Edith unerwartet gestorben ist. Er schreibt weiter über alte Pergamente, die in seinen Besitz gelangen sind, hat seine besten Gelehrten damit beauftragt, sie zu entziffern. Obwohl er ihren Inhalt nicht kennt, hält er sie für ein Geschenk Gottes und ist davon überzeugt, dass Gott ihm sagt, es wäre sein Schicksal, der heilige Kaiser Europas zu werden. Verwirrend. Sie müssen sehr speziell ausgesehen haben, diese Pergamente. Oder vielleicht übermannte ihn auch die Trauer, blendete ihn. Jedenfalls bin ich heute in den Weinkeller gegangen, fand ein Bordeaux von 1928. Ein sehr guter Jahrgang, wie ich gehört habe. Den muss ich probieren. Erfahren wir einiges an Hintergrundgeschichte. Ach du Scheiße, jetzt gleich weiter. Ein Zeitpunkt, oh je, das heißt nichts Gutes. Sneak. Sieht schon nach einer Haupthalle aus. Ich kann uns hier anschleichen. Hast du gewusst, dass sie ein halbes Jahr lang im Amazonas-Dschungel gestellt haben? Auf ihrem Bein? Na toll. Wo ist der Kommandant? Kacke Haupthalle. Da war einer tot. Wo ist der zweite Kommandant? Teppiche. Ich brauche den Kommandanten. Kommandant ist tot. Da kommt zumindest keine Verstärkung mehr. Okay, weiter hier. Mal schauen, wo es jetzt hingeht. Da geht's schon mal runter.